Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos Popestos Domestosteron. Wo bin ich? Bei dir eskaliert immer alles so schön. Ich bin eskalationsfreudig. Ich merke, Eskalationsbeauftragter bist du auch. Das auch. Bisschen. So, ich sammle noch ein paar Stickies fürs Auto, aber generell, wenn es nachher ein bisschen schöner wird oder heller, ne, jetzt wird es gleich dunkel und wenn es heller wird, würde ich dann gerne ein bisschen wieder, vielleicht, dass wir mal auf unser Boot gehen, Tobi. Okay, es würde Sinn machen, wenn wir beide zusammen Stöcke sammeln gehen. Warum würde das Sinn machen? Weil du einen Ast kaputt schlägst. Ja. Und ich die Stöcke dann aber auch aufsammeln kann. Ja? Ja. Ich krieg auch immer zwei Stöcke da draus. Also hier? Gut, die kann ich jetzt nicht mal mitnehmen, aber ja, genau. Oh cool, aber ich? Hä? Nimm mal den. Achso, den kann ich ja eh mitnehmen. Warte mal, komm mal mit. Hier ist noch einer. Warte. Ja, nice, danke dir. Komm mal mit. Hä? Das ist ja voll geil. Okay, hier. Ich nehme beide. Oh, jetzt bin ich aber auch voll. Aber generell. Aha. Ja. Entschuldigung. So. Ja, geil, dann kann man Stöcke ja verdoppeln. Ja, eben. Ja, das ist natürlich sehr. Huch, da wieder eine Asthma. Das war aber schon sehr überdeutlich gerade. Aber weißt du, sowas steht halt auch nicht in den Kommentaren. Was, Asthma? Nee. Ja, das auch, aber dass man die Stöcke zum Beispiel zusammensammeln sollte. Ja, warum hat das noch keiner geschrieben, dass man die dann verdoppelt? Ja. Obwohl, wie ich die Zuschauer kenne, wollten sie vorher nicht spoilern und schreiben dann aber jetzt zum Beispiel in diese Folge, übrigens wusstet ihr schon, dass man Äste verdoppeln kann. Captain Obvious, Alter. Oh, es wird kalt. Ich trage mal meinen Wärmeanzug. Habe ich meine Rüstung gerade fallen lassen? Nee. Nee, ich hatte keinen im Inventar, alles gut. Dann passt es ja. Okay, jetzt müssen wir nur noch. Hallo? Hier, warte. Doch, so mühselig. Hä? Bei mir ist da gar nichts. Auch? Hä? Nee. Echt nicht? Ach, du hast gehört? Nee. Oder vielleicht lagen die da. Ich weiß nicht, ob die hier vom Busch waren. Where are you, Tobe? Behind you. Where are you, warte, Tobe? Ich kann wieder verdoppeln hier, warte. Guck mal. Ja. Nice, hier ist noch einer. Bist du schon voll? Nee, ne? Nee, bei mir liegt ja keiner, komischerweise. Ach so, okay. Jetzt bin ich voll, glaube ich, oder? 10 Stück, ja. Okay. Hast du keinen Stocksack? Nein. Guck mal hier. So. Ja, nice. Das klappt gut. Voll gut, ey. Okay. Hätten wir das mal früher gewusst, wa? Das ist ein Traum. Tobi, wir leben den Traum. Wir verdoppeln Stöcke. Dupe-Cheat. Okay. Meine Augen sind gerade so trocken. Hier ist noch. Achso, jetzt bin ich auch voll. Huch, was war das denn? Nimm meinen Stock. Was war das denn gerade? Ich weiß es nicht. Okay, es sieht ein bisschen gruselig aus hier mit der Frau übrigens. Das hast du immer noch nicht gezeigt, oder? Stimmt, ja, ich habe vor ein paar Folgen in der Aufnahmepause habe ich hier ein Theaterstück gebaut. Genau, eigentlich wollte ich es so machen, dass die Frau oben steht und der Timmy unten nach runter fliegt. Ne, so nach einem bekannten Szenario, das wir mal hatten. Boah, ich hab gerade noch eine bessere Idee. Jetzt kommt's. Warte, Tobi, ich bin runtergefallen, leider. Hab ich doch richtig gehört. Ja, warte. Kann ich den Timmy vielleicht noch weiter runter machen? Warte mal. Ich muss ganz kurz meine Augen mal ein bisschen reiben. Warte mal kurz. Ja, Erik, war das Sandmännchen schon da? Hm? Hat er dir wieder Sand ins Auge gestreut? Hm? Wir müssen mal immer um 15 Uhr anfangen aufzunehmen, nicht mal so spät abends. 15 Uhr, Erik, ist das jetzt?
15 Uhr, Tobi, das ist früh morgens für dich, ich weiß. Da bin ich gerade mit den Hunden unterwegs, Mensch. Mit den Hunden unterwegs, sagt er. Ja. Ach so. Wohin unterwegs? Gassi. Aber du als Katzenbesitzer verstehst das natürlich nicht. Hä? Ich als Katzenbesitzer? Oder du könntest auch mit der Katze Gassi gehen. Okay, guck mal. Ich kenn viel. Ich müsste Timmy aber noch woanders hinsetzen. Also hier woanders hinstellen. Warte mal, geht das? Stehender Timmy? Kann der nicht echt ein bisschen besser runterfallen hier? Der lässt sich leider nicht anschrägen, wie alles andere in diesem Spiel. Und hier, am Wasserfall kann man gar nicht bauen. Wobei dann so schon eigentlich symbolisch gesehen schon ganz gut aussieht, glaube ich. Ja, wollen wir das so lassen? Ja, so nach dem Motto, ich bin aufgestanden, Mama. Und dann fällt er da runter. Ja, dann lassen wir das doch so. Dann machen wir den Stuhl dahin. Ich guck trotzdem mal, ob das nicht besser geht. Ah, warte. Ein Rehfell. Hast du noch ein Rehfell? Warte. Stimmt, warte kurz. Eben ging's. Ah. So? Ja, oder so. Das ist natürlich auch gut. Warte mal, das ist, glaube ich, falsch rum. Ich muss mal kurz gucken, warte mal. Das ist, glaube ich, immer noch schief, ne? Boah, ich sehe gar nicht, wo der richtig rum ist. Wobei, wenn er falsch rum ist und nach oben guckt, wäre auch nicht so schlecht, ne? Warte. Ah, toll. Toll. Ja, das ist ein bisschen kacke hier. Hä? Erik, das bin nicht ich. Wer greift denn da an? Boah, ist das hier furchtbar. Oh, der Baumodus ist hier richtig kacke. Auf dem Wasserfall kann man nicht bauen und irgendwie flimmert alles nur und dann kriegst du irgendwie nichts Richtiges hin. Warte. Ich suche immer noch. Boah, ist das. Ah, Tobi, ich kotze. Der Baumodus war Forest, ne? Manchmal. Der ist Hammer, Erik. Bitte. Boah, oh, warte. Ja, ich glaube, das geht. Jetzt reiße ich noch ganz kurz den Original-Timmy weg, also den ersten. Super. So. Das kannst du nicht machen, tu's nicht. Du kannst Timmy nicht töten, Erik, nein. Was? Erik, nein. Siehst du, er ist unbesiegbar, siehst du das? Siehst oh, du, nö. Er ist unbesiegbar. Oh nö. Komm, wie er da unten liegt. Alter. Das ist ein Despawn, schade. Okay. Flock. So. Okay, dann brauchen wir jetzt noch mehr Stickies. Das wird schön, oder? Das wird echt schön, Alter. Und die Mutti steht oben. Also, das ist nein. Traum. Ich weiß gar nicht, ob die Nein ruft oder vielleicht. Vielleicht auch. Vielleicht war hat sie was mit dem Mord zu tun, Erik. Ja, vielleicht war sie da aktiv dran beteiligt. Das meine ich ja. Das kann ja sein. Ehrenmutter. Was für eine Ehrenmutter. Sie erlöst ihren Sohn einfach. Oh nein, ich habe schon wieder die Freezes. Oh Gott. In the name of Freezes. Hey, was geht? Freezes. Freezes Christ, oder was? Hä? Hey, was mit ihm? Wir schauen. Hey, und ich hab keine Rüstung mehr? Der mir mit einem Satz alle. Hä? Was? Nee, ich hab die Rehfell-Rüstung. Ich hab das Rehfell an. Deswegen. Junge. Nur Fall. Alter, ich bin gleich tot. Ho, 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 ho. Endlich mal um. Fürchte. Oh, Alter. Was ist denn da los gerade?
Also heute ist, glaube ich, irgendwie nicht mein Tag. Ich bin gerade auch eher, ich habe diese Freezes, ich bin übermüdet, ey, das ist alles kacke. Erik, du musst nur dran glauben. Was ist das denn da dauernd? Was ist denn da? Nee, ich habe jetzt meinen Lebenszweck gefunden, Tobi. Theater bauen in the forest oder was? Hey, wo bist du hin? Warte. Hm? Ich hab dich verloren. Warte mal, wo bist du denn? Hä, hey, wieso wird mir dein Name nicht mehr angezeigt? Komm zurück! Komm zurück! Du musst mich suchen, Tobi. Ich bin ganz in deiner Nähe. Oh, geil, ein Waffenteil. Oh, siehst du? Jetzt ist es da. Lull. Bleib mal da. Hä, hier? Ja. Willst du was drüber bauen? Nein. Was ist das? Was ist denn das? Komm mal raus. Festgefahren, Alter. Boah, eigentlich aber auch cool. Eigentlich nice. Sind ja nur 121 Stöcke. Ja, ist total nicht übertrieben. Ein Auto aus Stock. Oh, ich muss gleich noch was essen. So. Hä? Da war auch wieder einer. Wow. Beruhigen Sie sich. Wir sind es. Unfassbar. Neuerdings schlagen die auch zurück, auch wenn man die gerade in der Mangel hat. Das war vorher auch nicht so. Das stimmt. Das war eigentlich, als wir das Let's Play angefangen haben, nicht so. Ja, da konnte man die mal super bearbeiten, die konnten sie nicht wehren und genauso muss es halt laufen, ne? Die haben halt doch keine Rechte zu haben, so, weißt du? Nee, ist ja auch so. Verstehe gar nicht, was das soll. Oh, hier. Hm? Ah. Stücke verdammelt. Ja, super. Super, du. Super, Burschi. Wir könnten aber auch mal ins Haus zurückgehen und vielleicht mal schlafen, dass die Sachen nachwachsen, oder? Das warum gut. Das denn, Toben? Okay, Entschuldigung. Nee, ist nicht. Sehe ich nicht. Habe ich nicht. Du gehst nicht auf den Baum, Junge. Alter, wo ist... Tschüss. Ach, stopp. Ah ja, gut. Nehme ich auch mit. So. Willst du den mit ins Bett nehmen? Ja, zum Kuscheln. Der hält bestimmt warm. Das glaube ich aber auch. Vor allen Dingen, wenn man ihn noch ein bisschen Wärme optimiert. Bin ich einfach vorbeigelaufen. Huch, das Feuer ist ja gar nicht mehr da. Wärmeoptimierung, Lenzen. Ach, ich setze mich mal hin, dass meine Ausdauer wieder auflädt. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, meine Ausdauer ist auch im Arsch. Ich habe Sauhunger. Wir müssen noch 90 Stöcke sammeln. Das Auto ist halt ein Riesenprojekt, ne? Auf jeden Fall. Außerdem finde ich schön, wie der kleine Timmy da oben leuchtet. Sieht echt schön aus. Man möchte ihn fast so lassen. La 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 la. Na komm. Na also. So, wie lange war? Na, kann ich gleich wieder anziehen. Moin, Tobi. Hallo. Lecker Essen. Und dann, ja, schlafen lohnt sich das überhaupt noch? Wird ja jetzt Tag gerade, ne? Aber ich gehe trotzdem mal speichern. Das mache ich trotzdem mal. Ja gut, Speicher macht Sinn. Da mache ich mit. Nur so Safety First mäßig, weischt. Da mache ich mit. So. Zack. Geil. Speicher. So. Erik. Ja. Sollten wir vielleicht jetzt auf die Yacht gehen? Ja, lass mal machen. Komm, ich lege mal ein bisschen. Nicht so laut, nicht so laut. Achso. Damit das Internet das nicht erfährt. Ja, genau. Ja, dieses Internet war mir schon immer suspekt, Tomi.
Das war mir immer suspekt. Ah, ja, wenn da ein Fernseher wäre, das wäre übrigens echt cool. Das wäre richtig perfekt hier sogar. Hey. Ich brauche mein Private Space, bitte. Ich wollte jetzt nicht zu nahe rücken, aber die andere Couch ist noch nicht fertig. Also gut. Also mit dem Fernseher wäre jetzt echt cool, ne? Oh, zeig mal dein Ohr. Schmackhaft. Kann ich mich wegsetzen? Das geht nicht. Man kann leider auf der Bank nicht wegrücken. Oder warte, Tobi, mach nochmal. Psst. Gut, also Yacht sagst du, ja? Ja, aber da wird ja nichts Großes passieren, oder? Ich weiß es nicht, aber sollen wir was zu essen mitnehmen? Ich glaube nicht. Nee, lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Okay. Wir können uns ja unterwegs auch wieder was schießen. Wobei die Kommentare ja so getan haben, als wenn das Riesending wäre, was man in The Force unbedingt machen muss. Oh. Die Natur kennt einfach keinen Erbarmen. Weißt du, was wir auf dem Weg machen können? Sticky sammeln. Ja, richtig. Das Nützliche mit dem Praktischen. Ja, wenn wir diese gesammelt haben, wie viel kannst du mit dem 20, ne? Ich glaube. Ja, dann haben wir das Auto auf jeden Fall safe fertig schon. Ja, cool. Oh, ich habe schon 20. Ich geh nochmal zurück und baller die mal rein. Okay. Weil, ganz ehrlich, jetzt, ne, das lohnt sich jetzt noch. Aber du wirst das Auto nicht fertig kriegen. Das will ich nicht, aber auf der nächsten Reise gibt es genug Stöcke. Und dann ist es das Auto. Plock, plock, plock. So, wenn du auch nochmal reinwämmst, deine 10. Fehlt einer. Okay, ist egal, komm, wir ziehen trotzdem weiter. Später haben wir noch die Baumstämme da rein. Was war das? Achso, das war die Ente. Huch. Sag mal. Hä? Hey, haust du nach mir oder was? Hä, ich hab gar nicht an die gehauen. Achso, okay, hast du angehört, alles klar. Alles klar. Das wünschst du dir wohl. Ja, tatsächlich schon seit Jahren, Erik. In deinen erotischen Tagträume. So. Ah, da vorne rennen wieder welche. Füße und Schläge, das ist ein Ding. warum Füße? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh. Bitte nicht. Mal Deckung. Bitte dich. Was? Ich wollte in Deckung gehen, damit die uns nicht sehen. Achso. Weil ich gerade keinen Bock hatte auf die. Oh, hier, guck mal. Was denn? Oh, nice. Die Hini ausgeschießen. So. Oh, warte, hier ist auch noch. Ach ja. Oh Gott, das sind 4. Ach nö. Oh, einfach rennen. Ja. Okay, let's go. Bist du auf dem Fersen? Aber sowas von. Ja, nice, alles geschafft. Easy, kein Problem. Jetzt ein bisschen Joggen am Strand. Bisschen Ausdauer tanken, vorsichtshalber. Falls. Ja, die kommen hinterher. Wie keine anderen Hobbys oder was? Keine Ahnung. Was ist mit denen los, ey? Ja, warte mal, wo waren die? Ach, links rum, ne? Nee, hier geradeaus. Okay. Alles gut. Müssen noch ein bisschen. Oh. Warte, die hauen ab. So glaube ich. Wir hätten noch mit unserem Hausboot fahren können, ne? Ja, aber es hätte noch ewig gedauert, oder? Ja, das stimmt. Aber, ne? Theoretisch ja, wäre wahrscheinlich auch ganz cool, aber hätte ewig gedauert. So,
So, warte. Das muss sein. Warte, warte, warte. Ein Stock fehlt mir noch. Nee, warte, ich bin voll. Achso, okay. Ja, ja, ja. Ah, ist es super lieb, Tobi. Super lieb, Tobi. Super lieb. Hey, das ist super lieb, Tobi. So. Schade. Ein kleiner Blaubeersnack zwischendurch. Hä? Wie sind hier keine Blaubeeren dran? Oh, bei mir schon. Hier sind Blaubeeren. So. Ah, hier. Kleiner Snack. Und weiter geht's. Bist du fertig? Ja, ich komme. Let's go. Endlich zur Yacht. Endlich zur Yacht. Wollen wir nicht doch woanders hingehen? Habe ich auch halt überlegt. Ich meine, das kann ja nicht cool sein. Wir können mal kurz hingucken und einfach weitergehen. Was wollten wir hier eigentlich nochmal? Weiß ich nicht mehr. Hm. Ich bin froh, dass du fragst. Ich weiß es einfach nicht mehr. Was? Schade. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Was denn? Mit dem ne? Mit dem Schildkrötenpanzer. Ach so, springen und dann irgendwas drücken, ne? Linke Maustaste, glaube ich. Ach, war da doch linke? Ah, verdammt. Ach, mhm. Apropos, guck mal. Was denn? Oh, da kommt. Ach so, ja. Warte, jetzt wollte ich mal ganz kurz auch nochmal probieren. Nee, das war nicht linke Maustaste. Was war es denn dann? Leertaste vielleicht doch. Aber Leertaste springen, das wäre sinnlos. Nee, Leertaste springen. Was war's nochmal? Ah, nee. Yeah. Woo. Nach unten gucken und Maustaste drücken. Das war's. Linke Maustaste? Ja. Ja. Ihr seid super. Hab auf den Panzer gehauen. Okay, okay. Da wieder ein Feuerzeug hält. Ja, ich geh unter. Das ist auch schön animiert. Ja, das stimmt. So. Absolutely. Hui, Gut. Oh, Sauerstofftank kann ich auch nochmal mitnehmen. Snacks, immer sehr gut. Die sehe ich natürlich auch. Und Geld. Ach, Geld. Schön. Druckluftflaschen kann ich auch super gebrauchen. Okay, das war's, ne? Mehr brauchen wir hier nicht. Nee, ein bisschen Snacks aufgesammelt, das passt schon. Ja, ansonsten... Ah, hier ist noch Kleingeld. Nehme ich auch mit. Ja, wichtig. So, hier... Mister macht das automatisch. Du hast die Tür wieder zugemacht. Nee, kann warum? Gar nicht. Hä, du hast die Tür wieder zugemacht, warum? Ich habe. Nee, habe ich nicht. Achso, jetzt. Achso, ich wurde wegge. Was ist das denn? Geil. Ich wurde weggeschubst. Hä, was ist das? Keine Ahnung. Das ist ein Artefakt. Guck. Also, das Boot ist auf jeden Fall. Oh. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Das Boot ist auf jeden Fall. Guck mal, die Zeichnung. Das ist Matthews Yacht. Matthews. Ach ja. So kamen die beiden hierher. Okay, und da guck mal, auf den Bildern da unten auf dem Boden sind ganz viele Muschikläuse. Ja, hab ich gesehen. Also wird es wahrscheinlich sein Bett sein. Von Matthew. Bestimmt, das ist ja richtig. Der hat sich ja wahrscheinlich zu Muschikläusen. So, wo ist es denn? Wo ist das Artefakt hier? Ach, aber, da. Aber was macht man mit dem Artefakt jetzt? Oh, hier oben liegt noch ein Seil, Erik, übrigens. Oh ja, das nehme ich mit. Vorne, ganz vorne. Ah ja, Seile brauchen wir auch wieder, ne? Ja, ja. Ah gut, okay, Artefakt haben wir. Aber was ist da? Und das macht Fragezeichen. Sehr, sehr mysteriös. Dieses Artefakt. Ja. Ist das vielleicht so... Sowas wie das Ding, wo die ganzen Verbrannten drum lagen da, dieses komische, weißt du schon, dieses Kreuz da? Ich weiß es nicht.
Machen kann man damit nichts. Wäre cool, wenn jetzt ein Laser rauskommen würde, da zwischen, zwischen den beiden Zacken. Hast du die Kassette hier schon? Und das Bild? Ja, die haben wir schon. Ich hab die noch nicht. Nee, die haben wir direkt zu Anfang geholt. Ich nicht. Ich suche mal kurz mal ein paar Eingeborene, ich will mal was probieren. Ja. Ich komm mit. Ich höre schon welche. War hier nicht einer? Ach, da ist er. Okay. Bringt das was? Meinst du, rennt weg? Ja, warte. Schwimmst du gerade? Nee, ich höre Schwimmen. Ich höre Schwimmgeräusche hinter mir. Nee, ich stehe still. Der sich davon beeindruckt. So, kann ich mir das anbieten oder irgendwas? Tobi, du machst bei mir die ganze Zeit Schwimmgeräusche. Ich wollte es nur sagen. Ich mach nichts. Ich stehe. Ich mach wirklich nichts. Spring mal. Komisch. Ich weiß nicht. So, macht das jetzt was? Heia manna, halla, halla, hullalala, hullalala, heia manna, hunna manna. Aber er greift dich nicht an, oder? Nee, der läuft nur weg. Okay, läuft ganz weg sogar. Okay. Wo bist du? Ich hab dich aus dem Auge verloren. Ach, da oben stehst du. Alter. Ja, der hat mich nicht angegriffen, der ist einfach weggelaufen. Du machst Schwimmgeräusche. Ich mach nichts. Bei mir machst du... Komm, geh mal bitte kurz ins Wasser und wieder raus. Weil du machst bei mir halt echt Schwimmgeräusche die ganze Zeit. Das Spiel ist auf jeden Fall fertig. Ja, das auf jeden Fall. So. Hä? Hm? Okay, hat es aufgehört? Weil im Wasser hast du jetzt keine Schwimmgeräusche gemacht, aber als du rausgekommen bist, hast du wieder angefangen. Aber jetzt ist weg, okay. Jetzt. Okay. Glaube ich. Wusch, wusch. So, war das jetzt ein Zufall? Guck mal, wer da kommt. Ach ja. War das jetzt ein Zufall oder greifen die damit nicht mehr an? Guck mal, der rennt einfach nur noch weg, der greift nicht mehr an. Okay, das ist cool. Ich dachte gerade, oh, ich kann mich natürlich auch irren, dann kriege ich direkt eine gewatzt, aber... Ne, der greift nicht mehr an. Cool. Haut ab, gucke. Das ist die Lösung! Cornetto! Oh, hinter dir, Vorsicht, der sneakt sich an, ich sehe das. Okay, ja, warte. Da ist so ein Dingens, so ein Kannibale. Und er ist halt, die sind immer so ultra aggressiv mit den Lederkappen. Also mit diesen Haut-Ding. Oh, guck mal, die kommen jetzt langsam näher, aber die kommen so langsam näher. Und die greifen nicht an. Okay. Die greifen echt nicht an, ne? Ne, irgendwie nicht. Heya ma, heya mama, heya mama. Komm her, mein Freund, guck mal hier. Cornetto Mandel. Ja, Cornetto? Cornetto. Ein Con... Die haben hier Cornetto. Oh. Ja, gut. Vielleicht darf man nicht zu sehr in die Fresse steigen. Aber davor schienen die doch recht friedlich. Okay, okay. Ja, ist okay. Ist okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon deine Probleme. Ja, guck dir das Symbol an. Guck dir das Symbol an. Ich helfe dir aber natürlich gerne. Siehst du das Symbol? Das wirst du nie wieder sehen, wenn du gleich tot bist. Das ja, der haut wieder ab. Die hauen sonst echt ab, wenn man denen dann nicht direkt in die Fresse springt bei denen. Ich glaube, die unterschiedliche Charaktere, Erik. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Ich glaube, die Persönlichkeiten. Ja, guck mal, der legt sich einfach hin. Der sieht das Symbol und legt sich hin. Das sind Persönlichkeiten. Da hast du recht, das sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich war selbst überrascht, dass ich den getroffen habe. Huch, warum ist der denn so blutig? Oh, bei mir nicht. Bei mir ist er einfach braun gebrannt. Okay, komm mal mit.
Tobi, ich wollte mal was machen. Soll ich auch mal ein Artefakt in die Hand nehmen? Ja, vielleicht vorsichtshalber. Okay. Ich hab so das Gefühl, die machen dann nichts. Wahrscheinlich kriegen wir schon Community-Hate gerade, weil das für was ganz anderes ist. Ja, wahrscheinlich. Ist aber ein Stöpsel für eine Badewanne oder so. Guck mal, wie episch das ist, wie er da steht, da hinten, ne? Und hier wär's doch eigentlich cool, warte mal. Wär's hier nicht cool? Oh, das ist echt groß. Achso, kannst du mir mal kurz aushelfen mit dem... Klar. Ach komm, leck genau, kriegst du halt auf die Fresse. Komm her! Dankeschön! Artefakt an dir, oder? Artefakt! Artefakt! Okay, okay, okay. Ich verstehe, Erik. Ich verstehe. Bester Ort, oder nicht? Ja, doch. Ja, das wird uns bestimmt viele Gläubige in die Kasse, in die Arme spülen. Kching. Ich weiß noch nicht genau, wie man die ganzen Bäume schon mal da hinkriegt, aber trotzdem. Das ist eine geile Location. Oh ja, das sieht echt episch aus. Ne, finde ich auch. Achso, jetzt sieht man es nicht mehr, aber... So ein bisschen was von Far Cry. Ne, ja, 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 ja. So, so eine Ein-Mann-Kirche irgendwie. Und dahinter so einen fetten Baum. Weiß irgendwie war das Far Cry-Style gerade. Und kann man das noch mit unserer Base verbinden? Ich weiß es nicht. Jetzt so Minen halt bauen können, wie bei Minecraft. Das wäre geil. Ja, ach man. Oder wie bei Egge. Oh, Egge, Egge. Egge, Egge. So. Erik. Ja. Ganz ehrlich. Die Yacht. Ja. Die was? Die Yacht. Ja. Das war die reinste Enttäuschung. Nein. Ich weiß noch nicht genau, was das Ding hier, ne? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Kann man das, kann man damit irgendwas craften? Nee, ne? Nee, kurz das Zauberstab? Nee. Komischerweise. Ja. Vielleicht ist das ein Buttplug von Timmy, Alter. Und hat auch so ein Augesymbol. Macht es ein Buttplug. Dafür ist aber sehr, Es ist Timmy, Erik. Na gut, das stimmt. Die Frage ist, welches Ende geht zuerst rein? Au, au, au. Na, kurz schnauchen. Also wir müssen damit noch ein bisschen rumprobieren, glaube ich. Aber die haben erstaunlich wenig angegriffen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass wir da immer hinterhergelatscht sind. Aber wir haben ja auch gewartet. Also eigentlich war das schon erstaunlich wenig. Meinst du, die haben uns respektiert? Das kann sein. Glaube ich nicht. Guck mal, wie zärtlich er das Ding auch hält. Irgendwie mit dem Daumen und dem einen Finger. Es liegt einfach nur so in der Hand. Der hält es ja gar nicht richtig. Hm. Vielleicht haben die deswegen so aggressiv reagiert. So, einen Stock habe, einen Stock behalte ich. Fürs Auto. So. Und dann braucht man leider noch sehr viele Baumstämme, aber gut, hier sind ja auch genug. Vielleicht so ein Dings wäre nochmal geil, so ein Viech, was hier nochmal durchfegt. Ja, das wäre echt praktisch. Ja. Machen wir nochmal so eine schöne Schwingachse hier durch. Das wäre schön. Autsch. Ich mach den Timmy mal fertig, wa? Ah, das ist lieb, danke dir. So, 47, gut, dann würde ich vielleicht...
Was denn? Das sieht so geil aus von hier unten. Die Mutter da hinten. Warte, ich höre dich gerade nicht. Aus Gründen? Egbert, wie viele Minuten sind wir? Warte, ich höre dich gerade nicht. Ach so, immer noch nicht. Okay. Ich sehe schon. So. Ah, endlich mal wieder. Oh, der fällt falsch. Huch. Kein Benzin mehr. Krass. Wow. Jetzt habe ich natürlich wieder Benzin. Gut, aber erstmal machen wir unser Gadgetomobil hier fertig. Das kann ein bisschen. Soll man nicht vielleicht die Trage von drüben holen? Die kann man nicht. Also ich konnte die vorhin nicht aufheben. Ich glaube, dann müssen wir eine neue machen, weil die ist, glaube ich, im Arsch. Ja, okay, ich guck gleich mal. Ich hab die nicht mehr hochgekriegt. Warte, ich muss ihr was essen. Was denn? Huch. So. Achso, ja, über wie viele Minuten sind wir, Erik? Weil ich bin schon bei fast 16 GB. Das ist meistens ein Indiz dafür, dass wir schon wieder viel zu viel drüber sind. Hä? Ja. Berechnest du wieder Dateigröße? Ja, in natürlich. Zeit? Ja, lass mich. Nee, ein bisschen geht noch, Toben. Ja, dann sind wir gleich wieder bei 50 Minuten. Wo sind wir denn? Nein, wir sind gleich bei 40 Minuten. Ah, in 4 Minuten. Das geht also ein bisschen normal. Ganz normale Datei, also ganz normale Spiellänge. Also weißt du schon. Ja, richtig. Was wollte ich machen? Essen. Gegessen habe ich, aber was wollte ich hier hinten noch anderes den Wagen, machen? Den Wagen holen. Ah ja, genau, die sind komisch, genau. Oh, ich bin gerade voll durch. Nein, Erik, du bist alt. Aber das ist okay. Nee, ich bin müde einfach. Ich bin extrem müde. Ich krieg den auch nicht raus hier. Nee, der ist irgendwie, wer war das eigentlich? War das ein Einwohner? Ein Reh war das tatsächlich. Also ohne Scheiß, es war wirklich ein Reh. Ja, siehst du, ich sag's doch immer wieder, Erik. Krass. Das sind die Ausgeburten der Hölle. Also damit rechnet man halt auch nicht, ne? Nee. Das ist es ja. Bei so einem Reh denkst du ja nichts Böses, weißt du? Du guckst einfach an diese treuen Knopfäugler und denkst dir, das kann kein Wässerchen trüben. Ja. Und dann sowas. Und hinterrücks schärft es schon seine Hufe in einem Bleistiftanspitzer. Und dann sie durchs Herz zu treiben. Das gesamte Wasser vergiftet er dann einfach. Richtig. Ist. So, na guck mal, ist ja auch gleich so fertig. Das kriegen wir noch diese Folge fertig, das Auto. Ach bitte, jetzt kommt wieder der Fahrlehrer. Das sieht jetzt schon richtig gut aus. Auf jeden Fall. Vor allem diese eckigen Reifen, die überzeugen mich. Was machen die denn da? Hier, guck mal, was ich da habe. Okay, das scheint ihn nicht zu beeindrucken. Nee, hör mal auf. Ich verstehe nicht, was es machen soll. Man kann es doch nicht anzünden oder so. Boah, mir ist echt kalt gerade. Ich mache mal ein Feuer an. Muss man es vielleicht irgendwo reinstecken oder machen oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Lachst du wegen reinstecken? Nein, ja, wegen dem Buttplug, den kleinen Mann. Ach so. Lachst du wegen reinstecken? Hm? Nö, wegen dem Backblatt-Ding. Oh, Vorsicht. Der kann mich mal kreuzweise an meinen Baum stemmen. Sag mal. Warte, ich komme, Erik. Was ist denn heute los? Irgendwie treffen die dauernd und alles ist komisch. Ja, wo ist er? Hä, wo bist du? Ah, ja, sicher. Der macht ja Kullerchen. Vorsicht, hinter dir ist noch einer. Oh, wo? Ach da. Ja. Nimm mal den Stock mit aus dem Wasser. Ja. Okay, du bist nicht der Hellste, wa? So. Dann haben wir das ja auch. Was bist du? Ich dachte gerade, was fliegt da für ein schwarzer Schatten? Schade, dass ich nicht am Baum hochklettern kann.
Brauchen wir noch? Ja. Ja, wir brauchen noch Holz, ne? Ja. Aber ich glaube, hinten haben wir auch noch was auf diesem Ding, aber ich, soll ich das auch holen? Oh, auf den Dingern ist nichts mehr, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Uiuiuiui. Oh. Ich brauche mal wieder einen vernünftigen Biorhythmus, dass ich um 15 Uhr aufstehe oder so. Errungenschaft freigeschaltet, Fisherman. Yeah! So. Das ist auch ungesund, immer so früh aufzustehen. Ja, das kannst du, ganz ehrlich, ja. So. Hä, warum ist das so? Hä? Ohne Kettensäge? Ja, ich dachte mir, Erik, heute mal ohne Kettensäge. Das sind ja noch zwei, drei Bäume, die wir brauchen. Bist mehr so der klassische Typ, wa? Ja. Finde ich auch gut. Die Benzinpreise sind ziemlich hoch. Benzin. Ja. Ja, ist das schön, dass das alles so weit weg ist. Ja, ist das schön. Ja, ist das schön. So. Okay. 10 brauchen wir noch. Siehst du, jetzt stehe ich wieder hier mit verwirrt. Wo war denn... Ach, hier ist noch. Okay. Oh nein. Ach komm, hau doch ab jetzt. Es ist jetzt auch mal gut da hinten. Hä? Was denn? Ja, die ist schon wieder irgendwo eingebunden. Ach, hier auch. Das sind echt viele in letzter Zeit. Oh, Alter, ja, Mann. Verstehe ich nicht. Oh, Alter, und die treffen alle. Gott. Oh, sind 3 auch. Schau nicht so rum. Hey, was war das denn gerade? Wie ist der gerade rumgeschwungen da? Hä, guck mal, Alter, das... Hä? Als würde ich in die Luft schlagen und er trifft mich. Ganz komisch heute. Ganz mysteriös. So, brauche ich wieder neue Rüstung. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich neue Rüstung habe, dann kommt jemand und zerschlägt mir die. Hm. Langsam anstrengend mit den Jungs. Wir brauchen da mal Selbstschussanlagen. Gibt's das? Ich glaube nicht. Aber vielleicht mal wieder ein bisschen mehr mit dem Pfeil machen. Ich glaube, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr mit dem Pfeil und Bogen machen. Das macht mir immer Spaß. Hatten wir nicht auch eine Armbrust gefunden? Nee, noch nicht. Doch, wir haben eine Armbrust. Doch, ja, die haben... Oh, stimmt. Die haben wir noch gar nicht benutzt. Also ich zumindest nicht. Ich habe die wieder ganz vergessen, ehrlich gesagt. Was ist eigentlich mit dieser Pistole? Kann die auch schießen? Oder ist das dann ja, nur auch so just for fun... Nee, die kann schießen. Da findest du halt überall auch mal alte Munition. Ach krass, okay. Wo ist denn die Munition? Hier, 25 alte Pistolenmunition habe ich bis jetzt. Das ist auch cool eigentlich. So. Habe ich jetzt wieder 13? Ah, nee. Warum denn nur so wenig? Hä, soll das nicht mehr sein? Oh, da ist ein Knochen unter das Feuer gefallen. Ah, ist ja toll. Okay. So. Mühsamer Netz ist Eichhörnchen. Okay. Ja, ich bin nicht tot. Boah, Tobi, von wo holst du denn die Bäume da hinten? Ja, was willst du machen? Ich habe genau geguckt, ob hier vielleicht noch irgendwo was liegt, aber... Ah, doch hier. Hier oben liegen auch noch 2 Stück. Zu dünn, glaube ich. Hier hinten. Jo, alles klar. Ding, ding. Ich muss mich gerade aufwärmen. Ah, sehr gut. Ja, das ist gut. Das ist gut, Tobi, das ist gut. Gönn dir Wärme. Dieses Eichhörnchen oder Hasending, was hier hängt, ey. Oh, sind immer noch 2. Ja, ich habe die 2. Hallo. Oh, cool, hier ist ein Fisch. Das Auto. Kann man vorne was dranhängen an diese 2 Holzstämme hier? Okay, ist trotzdem irgendwie cool. Es ist mega sinnlos. Aber irgendwie mag ich das. Kann man hier... Also kannst du da theoretisch gesehen so Trophäendinger hinhängen? Nur theoretisch. Warte. Du meinst,
So ungefähr. Oh, jetzt fehlt mir ein Ast. Tobi, wir brauchen unbedingt zwei Schildkröten. Warte, ich geh was essen, dann müssen wir sofort losgehen. Warte. Nee, machen wir nächste Folge. Nächste Folge können wir erst. Ach so, okay. Ach ja, stimmt. Hä, was ist mit meinem Arm los? Huch. Warte, ich geh auch mal was essen. Ja. So. Ah, köstlich. Mm. So. Hä? Ah. Hä? Hä, du drehst dich wieder von der Bank weg. Hä? Wie das aussieht. Hä? Warum? Du siehst aus, als hättest du alles in der Kontrolle, Erik. Ja, jetzt geht's wieder. Pack mal kurz jetzt meinen LKW, wieder. Warte. Alles klar. Ja, okay, easy. Prima. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge, zwei Schildkröten für Fernlicht. Mhm. Bitte, das brauchen wir unbedingt. Ja, das ist das nächste wichtige Ding. Und wir müssen eigentlich immer noch in so eine Unterwasserhöhle. Wir haben immer noch eine Unterwasserhöhle, wo wir noch nicht waren. Ach ja. Und wir müssen immer noch in der Dingenshöhle, müssen wir immer noch so ein paar Räume. Du hast noch keinen Sportbogen und wir müssen noch zwei, drei andere Dinge erledigen. Habe ich einmal gelesen in den Kommentaren. Wobei ich jetzt sagen muss, also den Sportbogen müssen wir jetzt nicht extra nochmal in die Höhle, außer wir müssen da sowieso hin. Ja, wir müssen sowieso hin. Also da gibt es noch zwei, drei Sachen, die wir wohl noch nicht gesehen haben oder gefunden haben. Okay, easy. Ja. Weil wir uns haben von der Story mitreißen lassen. Asche auf unser Haupt. Nee. Geht gar nicht. Nee. Ey. Ja gut, dann würde ich sagen, nächste Folge erstmal Auto fertig machen und dann, ja, vielleicht in die Höhle. Ich weiß noch nicht genau. Wir werden ja sehen. Mal gucken. Genau. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.